Schlüssel fürs Waschhaus habe ich abgegeben. Dann geht es jetzt mal Richtung Bremen. Von der Lohne. Ja, ich fahre jetzt erstmal auf Diepholz zu. Auf das Wetter bin ich ja echt mal gespannt. Also laut Wetterbericht soll es trocken bleiben, immer noch. Aber heute nicht so warm, maximal 18 Grad. Wir haben es jetzt 15. Deswegen bin ich heute auch in Lang unterwegs. Naja, schauen wir mal. Ja, großes Ziel heute oder Hauptziel ist irgendwo vor den Toren von Bremen. Da gibt es 3 Campingplätze. Da werde ich mir einen von aussuchen. Vielleicht fahre ich auch noch nach Bremen rein, aber ich wage es zu bezweifeln, dass ich da dann nachmittags noch Bock drauf habe. Muss ich gucken. Das entscheide ich spontan. Nach Diepholz geht es hier immer an der Bahn entlang. Schnurstracks geradeaus, aber so richtig auf Geschwindigkeit kommst du ja auch nicht, weil es geht die ganze Zeit leicht bergauf. Aber der Wind, der trägt auch noch dazu bei. Also ich habe die ganze Zeit von der Seite starken Wind, beziehungsweise schräg von vorne, würde ich sagen. Naja, egal. Ich habe Zeit. Bin heute übrigens sogar noch vor 6:30 losgekommen. War aber gar nicht geplant. Da kommt schon Diepholz. Naja, ist auch wieder eine Kreisstadt. Da werde ich auch sehen, dass ich da möglichst schnell durchkomme. Vielleicht noch mal irgendwie Mittagssnack kaufen. 1-2 Müsli-Riegel oder sowas. Aber mehr auch nicht. Außerdem kenne ich Diepholz schon. Durch Diepholz bin ich ja wirklich schnell durchgekommen. Und hier hinter Diepholz verläuft der Weg ein Stückchen parallel zum Hundeweg. Keine Ahnung wie lang. Werde ich vielleicht sehen oder auch nicht. Ja, und wer glaubt, dass nur die Saudis Erdöl haben, der täuscht sich. Hier im Landkreis Diepholz und zum Teil auch noch, wenn ich mich nicht irre, auch im Landkreis Nienburg wird tatsächlich auch Erdöl gefordert. Und ja, parallel hier zum Brückenradweg läuft auch die Erdölroute. Da wird wahrscheinlich auch nur so ein kleiner lokaler Weg sein. Aber mein Gott, ist das anstrengend heute. Die ganze Zeit habe ich nur Gegenwind. Jetzt kommt mal ein Stück, wo ich ordentlich Rückenwind habe. Ich muss noch was erzählen. Ich hatte gestern, kurz bevor ich am Campingplatz war, einmal kurz den Eindruck, als würde meine rechte Pedale knirschen oder irgendwie, dass sie spinnt. Und hatte sich dann aber wieder gefangen. Ich habe dann am Campingplatz nochmal geguckt in Ruhe. Ich bin auch gestern Nachmittag noch einkaufen gefahren und am Dümmer rumgefahren. Da war nichts. Ja, und vorhin unterwegs war es dann wieder, dass er am Quietschen, am Knirschen war und auch mal kurz festhing, also sich unter meinem Fuß gar nicht mehr drehen wollte. Aber das war auch nur ganz kurz. Und dann weitergefahren und dann wieder.
Ja, und vorhin in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Ort heißt, habe ich auf der Karte gesehen, soll ein Fahrradgeschäft sein, und da bin ich dann hingefahren. Und der nette Herr, der meinte auch, ich kann nichts feststellen an der Pedale. Der sagt, ich habe es mir aber nicht eingebildet, und bevor ich jetzt irgendwo auf dem Feld stehe, sage ich, mach mir bitte eine neue Pedale dran. Ja, hat mich 18 Euro gekostet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich machen, wenn jetzt, ne, in so einer Situation wie hier, ringsrum ist nichts und die Pedale dreht sich nicht mehr. Ich kann ja nicht mit einem Bein mit Gepäck weiterfahren. Das haut nicht hin. Dann lieber einmal 18 Euro ausgeben und gut ist. Ich hatte vorhin zwischendurch nochmal, kurz bevor ich in den Ort kam, nochmal probiert, habe ich das Fahrrad auf die Seite gelegt, habe Pause gemacht, weil ich ja nichts anderes dabei habe als Kettenöl, ringsrum einmal Kettenöl reinlaufen lassen oder zumindest versucht. Ob es das gebracht hat, bezweifle ich, weil kurz danach hat es wieder kurz geknirscht. Also ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung. So, jetzt geht's dann mal weiter Richtung Twistringen. Müsste das nächstgrößere sein. Ja, okay, Korf. Bockstedt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Twistringen ist das nächstgrößere. Boah, der Wind, der macht mir echt zu schaffen. Ich würde sagen, 80% habe ich Gegenwind, beziehungsweise ja, die ganze Zeit von schräg vorne. Mal mehr, mal weniger. Boah, aber fast immer von der Seite. Und wenn Rückenwind, dann immer nur, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter. Puh. Na, heute, also werde ich nicht mehr nach Bremen reinfahren, glaube ich. Da muss man halt öfter mal ein Päuschen machen, wa? Aber ist schon anstrengend. Da geht es auf jeden Fall jetzt weiter.